Freunde, seid gegrüßt, ich hoffe, euch geht's gut. Diesmal endlich wieder eine Restoration am Start. Und wie das immer der Fall ist, ihr seht direkt, worum es heute gehen soll. Dieses Messer mit der Scheide dazu ist wieder mal ein Auftrag. Denn die meisten von euch wissen ja, alles was ich hier so in den Videos immer mache, sind Aufträge von Zuschauern, also von euch. Also demzufolge, wenn ihr noch irgendwas habt, Restoration-technisch oder einfach nur geschärft haben wollt, dann meldet euch gerne bei mir, entweder per Instagram oder per E-Mail. Aber das soll jetzt genug Eigenwerbung sein und wir starten direkt rein in das heutige Projekt. Ja Freunde, direkt fällt auf, die Klinge ist nicht mehr ganz so sexy, das sieht ein bisschen eklig aus schon. Das Messer hat auch schon einige Jahre hinter sich und soll jetzt auf jeden Fall wieder schick gemacht werden. Und das können wir natürlich am besten. Aber nicht nur optisch ist das Messer gar nicht mehr so sexy aktuell, sondern auch rein von der Schärfe her erreichen wir da nicht wirklich mehr was. Deswegen müssen wir uns logischerweise auf jeden Fall nicht nur ums Optische kümmern, sondern natürlich auch um die Schärfe. Und auch das, was hier im Hintergrund ist, die dazugehörige Scheide, sieht nicht mehr ganz so geil aus. Die Naht ist hier aufgegangen. Das heißt, das Ding werden wir neu vernähen, denn rein vom Leder her sieht das eigentlich noch ganz gut aus. Und es wäre natürlich auch schön, wenn die Originalscheide erhalten bleiben würde. Aber zuallererst, denke ich mal, kümmern wir uns um das Messer. Das heißt, erstmal wieder den Griff abschrauben, damit wir die Klinge separat haben. Und den Mechanismus, wie der Griff hier befestigt ist, mit diesem Knauf hier, der hier einfach nur hinten aufgeschraubt ist, das kennen wir schon aus einem meiner letzten Videos. Das heißt, auch hier werden wir hoffentlich Glück haben und das Ding einfach abschrauben können. Im Vorhinein habe ich natürlich mit dem Besitzer gequatscht, was er denn in Zukunft gerne als Griff hätte. Wir haben uns da gemeinsam quasi für entschieden, dass es ein Holzgriff werden soll. Aber er hat mir auf jeden Fall sehr viel Spielraum gelassen, mit welchem Holz und in welcher Form ich das Ganze umsetze. Aber so ungefähr soll es natürlich dem Ganzen jetzt, wie es original ist, ähneln. Aber einig waren wir uns, dass der Ledergriff auf jeden Fall abkommt und dass da was Neues draufkommen soll. Ah, perfekt. So, bisher läuft natürlich alles nach Plan. Wir haben den Knauf hier, wir haben das Gewinde hier, was hinten aufgeschraubt wird und natürlich den Fingerguard. Und das kommt natürlich weg, das ist der alte Griff. Und schon haben wir auch unsere Klinge separat. Als nächstes würde ich sagen, wir schauen uns mal an, inwiefern wir den Rost hier vom Tang runterkriegen und auch von der Klinge. Beim Tang mache ich mir eigentlich relativ viel Hoffnung, dass wir da alles ganz schick wieder hinbekommen. Bei der Klinge, denke ich, werden wir um einen Regrind auf jeden Fall nicht drum rumkommen. Das heißt, da werde ich, denke ich mal, per Hand nochmal machen. Aber dazu sage ich gleich nochmal was. Freunde, ihr habt euch fast schon gedacht, mein Lieblingstool, um Rost zu entfernen, ist natürlich der Drahtbürstenaufsatz auf der Bohrmaschine. Ja, so Leute, seht selbst, das Ganze sieht eigentlich ganz gut schon aus, aber natürlich haben wir auch Verfärbungen an der Klinge, die jetzt nicht oberflächlich waren, das heißt, mit der Drahtbürste auch nicht zu beseitigen sind. Und deswegen habe ich ja gesagt, müssen wir auf jeden Fall nochmal Material abtragen. Grundsätzlich haben wir dafür jetzt quasi zwei Optionen. Wir können einmal vom Rücken der Klinge aus bis zur Klinge nach vorne hin quasi in die Richtung schleifen. Dann haben wir in die Richtung auch die Schleifspuren natürlich. Oder wir machen das Ganze per Hand und können damit sogar vom Tang hinten bis zur Spitze aus, also quasi in die Richtung, die Schleifspuren erzielen. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie ihr das denkt, aber alles, was von Tang bis zur Spitze ist, sieht meiner Meinung nach immer sehr viel hochwertiger aus. Das kann aber auch nur meine Meinung sein, denn alles, was von Tang bis zur Spitze ausgeschliffen ist, ist normalerweise immer Custom, also handgemacht. Und vielleicht ist auch das der Grund, warum ich das jetzt bevorzugen würde. Aber ich mache mir die Arbeit und mache das Ganze per Hand, um, wie gesagt, diesen Custom-Look zu erzielen, vom Tang bis zur Spitze die Schleifspuren zu haben. Und ich denke, das wird dann am Ende auch ganz gut aussehen.
Und jetzt dürfen wir nicht vergessen, wir haben hier nochmal sowas wie eine False Edge, also eine Schneide, die gar keine Schneide ist, sondern einfach nur angeschrägt wurde, aber natürlich hier oben nicht scharf ist. Und das Ding wollen wir natürlich nicht abrunden, sondern auch in dem Winkel lassen. Das ist jetzt quasi eine Phase und keine Rundung. Und genauso wollen wir es auch behalten. Das heißt, hier müssen wir auch nochmal ganz genau den Winkel treffen, um hier auch nochmal ein neues Schliffbild drauf zu bekommen. Jungs und Mädels, ihr habt gesehen, die Klinge habe ich jetzt vom Tang zur Spitze, so wie gesagt, geschliffen. Die flachen Flächen, also einmal, wo hier das Branding eingestanzt wurde und einmal auf der anderen Seite, wo nichts ist, die habe ich jetzt quasi von links nach rechts geschliffen. Ich habe gedacht, das gibt so ein bisschen einen guten Kontrast und ich finde es eigentlich ganz schick, so wie es jetzt ist. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, manche bevorzugen es vom Klingenrücken bis zur Klinge vor, manche so rum. Ich finde es so rum einfach schicker, deswegen habe ich es jetzt so rum auch gemacht. Aber schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr da jetzt bevorzugt hättet. Wir sind mit der Klinge auf jeden Fall erstmal jetzt soweit fertig. Das heißt, an der Klinge machen wir erst wieder was, wenn der Griff dran ist, dann können wir nämlich ganz entspannt das Ding schärfen, beziehungsweise hier nochmal die Spitze sogar ein bisschen herstellen. Das aber wie gesagt erst, wenn der Griff steht. Und was natürlich später Teil des Griffs werden soll, sind natürlich die drei Teile, die wir gerade noch von dem Originalmesser gerettet haben. Und die sollen natürlich auch nicht so bleiben, die wollen wir auch nochmal schick machen. Und zumindest den Knauf und die Gewindeaufnahme können wir gleichzeitig machen, indem wir uns einfach hier so eine Schraube nehmen mit einer Mutter und dann drehen wir das so weit rein, bis es nicht mehr geht, bis die Mutter hier blockiert. Und dann können wir das, so wie es ist, in die Bohrmaschine einspannen und können da ganz entspannt schleifen und polieren, so wie wir lustig sind. Und genau das machen wir jetzt auch. So, also diese beiden Teile wieder perfekt einsetzbar und wieder bereit, um dann quasi den neuen Griff zu halten. Und jetzt kümmern wir uns noch ganz kurz um den Fingerguard. So, wie gerade schon gesagt, jetzt fehlt nur noch der Griff. Und um herauszufinden, wie groß, wie lang, also was die Abmaße von dem Ganzen sein soll, bauen wir erstmal die Teile, die wir haben, zusammen und messen dann ab. So, der Zollstock sagt hier jetzt ziemlich genau 6,3. Wir werden das Ganze aber auf 6,5 lassen, denn wegnehmen kann man immer noch was. Aber wenn man so viel abgeschnitten hat, dann kriegt man schwer noch wieder was ran. So, Freunde, damit ist unser Auftrag erledigt. Das Ganze ist jetzt wieder so, wie es sein soll. Ich schicke es jetzt wieder zurück. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Natürlich nicht. Wir müssen das Ganze natürlich noch in Form bringen. Das steht natürlich fest. Und natürlich, gut in der Hand liegen tut das Ganze auch noch nicht. Ein bisschen scharf die Kanten. Deswegen werden wir hier jetzt auf jeden Fall noch die Form ein bisschen bearbeiten.
So, Freunde, ich glaube, diese Griffform sagt auf jeden Fall den meisten schon mal mehr zu. Geschliffen habe ich das Ganze jetzt bis 400 Grit. Also es fühlt sich auf jeden Fall extrem weich an und liegt sehr, sehr schön in der Hand, wie ich finde. Das heißt, jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil. Wir ölen das Ganze. So, Freunde, und ihr könnt zwar jetzt nicht fühlen, aber sehen könnt ihr auf jeden Fall die Reflexion vom Licht. Und immer wenn Holz so gut Licht reflektiert, dann wisst ihr auf jeden Fall, es ist extrem glatt und extrem weich. Aber ich denke, bevor wir das ganze Ding zusammenbauen, werden wir jetzt erstmal die Klinge schärfen und dann können wir in aller Ruhe den Griff anbauen. So, Freunde, scharf ist das Ding jetzt auch und das heißt, wir können jetzt endlich den Griff anbringen und dann uns um die Scheide kümmern. So, Freunde, und zu guter Letzt, ihr habt es wahrscheinlich schon gedacht, müssen wir uns noch um die Scheide kümmern. Ich habe es am Anfang erwähnt, die sieht auch nicht mehr ganz so geil aus. Die ist ja an den Nähten schon aufgegangen an der einen Seite. Das heißt, ich werde jetzt die komplette Naht einmal entfernen, damit wir es dann einmal komplett vollständig neu vernähen können. Und dann kann die hoffentlich auch wieder ihren Dienst leisten. So, Leute, und damit haben wir es auch dieses Mal wieder geschafft, aus dem anfanglichen, ja, nicht ganz so schick aussehenden Messer wieder das hier zu machen. Ich bin tatsächlich wieder mal sehr zufrieden mit dem Ergebnis, aber wichtig ist mir natürlich auch eure Meinung. Deswegen liebend gern in die Kommentare, was ihr zu dem Endresultat hier denkt. Ich hatte auch bei diesem Projekt natürlich wieder riesen viel Spaß, denn wie das bei Restorations so üblich ist, eine ist nie wie die andere. Man hat jedes Mal andere Probleme und die Probleme, die bei dem Messer hier vorhanden waren, haben wir auf jeden Fall sehr gut in den Griff bekommen. Ganz besonders hat mich auch gefreut, dass wir die Scheide noch retten konnten und somit das Messer mit der Originalscheide an den Kunden wieder zurückschicken können. Und somit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Minuten entertainen. Falls das der Fall gewesen ist, gerne ein Like, gerne ein Abo. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Also, habt ihr noch irgendwelche Aufträge, Restorations oder Schärfen? Lasst es mich gerne wissen, Instagram oder E-Mails. Ihr wisst Bescheid. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.